Am letzten Tag des Sommers wurden wieder die Vorbereitungen für das Fest getroffen. Ach, Mama, lass mich dieses Jahr bitte mitreiten. Ich bin doch schon richtig groß geworden, bettelte er beim Frühstück. Nein, mein Schatz, das ist einfach zu gefährlich für dich. Du bist zu klein, antwortete sie wie jedes Jahr. Seht ihr, sie drückt ihn. Du bist nicht nur körperlich klein, du bist auch seelisch und geistig klein. Nein, du bist zu klein. Back, das ist nicht gut. Tom ließ das Essen stehen. Er hatte plötzlich keinen Hunger mehr. Er war traurig. Leute, wenn das die Kinder annehmen und irgendwann nehmen sie das an, irgendwann glauben sie euch, dann sind sie klein, gekürzt, geschoren. Und das macht seelisch kaputt. Und was fängt man denn an? Man hört auf Essen. Essen ist auch ein Ausdruck für meiner Seele geht's nicht mehr gut. Er hatte plötzlich keinen Hunger mehr. Hunger bedeutet auch Neugierde, Lebensneugierde, etwas Neues erfahren zu wollen, sich lebendig fühlen, zu spüren, auf die Reise des Lebens gehen. Ich habe keinen Hunger mehr. Also wenn man keinen Hunger mehr hat, das sehen wir ja an diesen kranken Kindern, die aufhören essen. Und ich möchte nicht psychologisch reden, ich bin kein Arzt, ich muss nur beobachten. Die haben an und für sich aufgehört, leben zu wollen. Wenn wir aufhören essen, sterben wir. Das ist einfach so. Nach einer gewissen Zeit sind wir tot. Das ist so. Und wenn wir nicht mehr neugierig sind aufs Leben, Erfahrungen zu machen, Dinge ausprobieren, sind wir auch tot. Halt noch nicht körperlich, aber da und da. Also das heißt, so fängt dann an, ein Kind zu reagieren, das man seelisch beschneidet. Nicht, dass es darum geht, jetzt, dass man ihm alles erlauben soll. Aber es gibt Wege, ein Kind dort anders hinzuführen, damit es Erfahrungen macht, ohne in Lebensgefahr zu schweben oder alles ausprobieren zu müssen. Aber einen kleinen Rahmen ihm geben, ist nicht schlecht. Dass man es ihm verbietet und sagt, nein, das ist zu gefährlich und du bist zu klein, das ist nicht gut. Das macht kaputt. Okay, aber er hat ja inzwischen seinen besten Freund, den kleinen Wolf. Und natürlich geht er sofort in den Wald. Dieses Geheimnis findet im Dunkeln statt, dort, wo es verboten ist. Geht in den Wald und spricht mit diesem kleinen Wolf. Sie haben also Zeichen ausgemacht, dass sie sich verständigen können. Und dann kommt auch immer der eine, wenn der andere da ist. Und dann gehen die gemeinsam ihren Weg. So, und bleibt dran, ich erzähle euch weiter. Fortsetzung folgt.